Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, dass ich euch heute mal ein What I Eat in a Day zeige, weil ja das Let's Food Diary eher so Essen gehen mäßig war und deswegen wollte ich jetzt nochmal hier einen Tag mal Essen zeigen und hoffe, dass es euch auch gefällt. Es ist heute mal ganz gesund angehaucht. Wir haben nämlich heute Dienstag und da habe ich auch Walken vor mit meinem Papa und dann gehe ich heute Abend noch in den Step-Kurs. Das heißt, ist so ähnlich wie Mittwoch, da will ich halt dann, dass irgendwie, wenn ich schon so gesund in den Tag starte, ist auch mit gesunder Ernährung, sagt man dann mit gesunder Ernährung verdoppeln. Deswegen dachte ich, esse ich heute gesund. Ich habe da erst wirklich mega Bock drauf, weil ich mich in Hamburg wieder ein bisschen keck ernährt habe. Das erste, was ich mir kochen werde, sind, ich freue mich so sehr drauf, gesunde Pancakes. Ich habe die schon so lange nicht mehr gegessen, Pancakes. Übrigens, tut mir leid, ich bin gerade aufgewacht, habe nur schon Harry-Camp nicht angezogen. Und das hier ist übrigens eine Verbrennung. Ich habe meinem Freund Muffins gebacken und zu seinem Geburtstag und dann habe ich mir das Blech an die Schulter gerammt. Ja, weiß auch nicht, wie man das so anstellen kann, aber gut, ich kann sowas, wenigstens das. Hatte ich irgendwie mega Bock auf Pancakes. Und zwar ist das so ein gesundes Rezept, kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Ich zeige euch jetzt, das war mein Hund. Ich zeige euch jetzt auch mal, was man dafür braucht. Okay, das sind die Zutaten, die wir brauchen für die Pancakes. Und zwar eine Banane, eine Tasse zarte Haferflocken. Ich habe jetzt beim Aldi nur kernige gefunden, was richtig blöd war, aber ich kann ja nochmal einen Mixer fein mixen. Milch. Ich mache zwei Portionen, das heißt, ich nehme dementsprechend statt einem Ei zwei Eier und etwas Zimt und dann halt noch Fett, wahrscheinlich ja, für die Pfanne, das habe ich ja schon benutzt. Das heißt, für eine Portion braucht ihr eine Tasse Haferflocken, ein Ei, eine Banane, etwas Zimt und 60 Milliliter Milch. Und das bereiten wir doch jetzt mal ganz easy schnell zu. Es ist nämlich in 10 Minuten schon ready für die Pfanne. Richtig cool. Es geht also relativ schnell. Sind übrigens sehr braun geworden. Da war ich gerade ein bisschen beschäftigt mit Aufräumen. Und bei denen bin ich geduldiger an meinem Herd stehen geblieben. Aber ja, dann sind die wenigstens ein bisschen kross. Mal schauen. So, meine Lieben. Essen ist angerichtet. Es verdient jetzt vielleicht nicht den Schönheitswettbewerb, würde ich sagen. Aber dafür den Gesundheitswettbewerb. Wenn ihr versteht, oh Mann. Ach, bin ich wieder lustig. Auf jeden Fall sind sie jetzt fertig. Es sind eins, ich fasse jetzt mal alle unromantisch hier an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück geworden. Für jeden dann 4. Und genau, die ging jetzt auch relativ schnell. Also wirklich in 20 Minuten. Wenn ihr sogar noch einen schnelleren Herd habt als ich, sage ich euch, in 15 Minuten sind die fertig. Mega, mega cool. Dazu esse ich, wo ist er? Hier. Meinen milden Joghurt, 1,5%. Dazu Pancakes, oben drüber die Himbeeren, bisschen Honig, entsetzte Mehl. So. Das ist jetzt quasi meine erste Portion. Da kann ich jetzt noch ein bisschen Honig drüber. Und das werde ich jetzt essen. Mittagsessenszeit ist angebrochen. Und da habe ich mir auch wieder was ganz Besonderes überlegt, was für den Sommer super geeignet ist. Also auch nicht zu heiß. Man braucht nicht zu lange in der Küche zu verweilen, weil man irgendwas kochen muss, sondern es geht schnell. Und es hat einfach mein Fave. Gab es auch richtig oft in meinen Food Diaries, aber in letzter Zeit gar nicht mehr. Und deswegen dachte ich, wird es jetzt mal wieder Zeit. Und zwar zeige ich euch einfach mal, was es will. Zwar gibt es gesunde Wraps. Ich freue mich drauf. Das ist übrigens ein Stativ, das könnt ihr ignorieren. Aber das ist alles, was wir dafür brauchen. Und zwar einmal logischerweise Wraps. Ich habe extra hier die Meerkorn-Variante genommen. Könnt ihr auch die Weizen nehmen, wie ihr wollt. Ich finde aber die sowieso ein bisschen leckerer. Dann eine Dose Thunfisch für meine Mama und für meinen Bruder. Ich persönlich mag Thunfisch gar nicht so gerne in Wraps. Praktisch aber daran ist, dass ihr nicht über Hähnchenbrust den Quatsch erstmal anbraten müsst. Dann Mais, weil Mais ist einfach eine große Liebe. Wir hatten eh noch ganz viel Mais da, deswegen will ich den eh mal aufbrauchen. Getrocknete Tomaten, normale Tomaten, eine Paprika, schwarze Oliven, eine Salatgurke, Schafskäsesalat. Kopfsalat, der war nämlich im Angebot, der hat nur noch 40 Cent gekostet und deswegen habe ich den mal mitgenommen. Und daraus machen wir die Soße für die Wraps.
Genau, ich bin mal sehr gespannt, wie das alles schmecken wird. Der große Vorteil ist, dass hier alles schon relativ vorgeschnitten ist. Hier auch. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch die Paprika schneiden, Gurke, Schafskäse, das ist alles, was ich schneide, und die einfach auseinanderrupfen. Und es geht einfach wirklich super schnell in Essen. In 10 Minuten. Und während ich das alles schnibbel, mache ich diese Süßen jetzt mal in den Backofen, damit die ein bisschen kross werden. Ist das fertige Ergebnis. Es ging mega schnell. Ich war jetzt wirklich in 10 Minuten fertig. Ich habe euch ja gerade kleine Sequenzen gezeigt, wo ich die Gemüsesorten geschnitten habe, die zu schneiden waren. Der Rest, den habe ich einfach abgetröpfelt. Genau, das habe ich noch mit ein bisschen Pfeffer gewürzt. Und je nachdem, wie es halt einem schmeckt, dementsprechend würzt. Das ist übrigens 2 davon. Und genau, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich freue mich. Sieht so lecker aus. Geil! Ich bin jetzt Hunger auf etwas Süßes zum Naschen. Ich hatte ja vorhin Mittag gegessen, habe ich euch ja gezeigt. Das waren die Wraps, waren sehr, sehr lecker. Ich habe euch auch übrigens gar kein Update gegeben zu meinen Pancakes, ist mir mal so aufgefallen. Die waren wirklich mega, mega lecker. Die haben richtig gut geschmeckt mit dem Honig, dem Naturjoghurt und den Früchten. Das ist einfach nur ein Genuss. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt ein gesundes Eis. Und zwar wird es jetzt ein kleines Experiment. Ich habe richtig Lust auf so gesundes Bananenschokoeis. Habe mir schon heute Morgen eine Banane eingefroren. Ich hatte ja eh noch eine über, wegen den Pancakes. Und jetzt mache ich quasi, damit es so eine Eiskonsistenz hat, eine gefrorene Banane in den Mixer rein. Bisschen Kakaopulver, also Backkakao, der ungezuckerte. Und noch bisschen Hafermilch. Und dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das ist mir, glaube ich, noch nie gemacht. Ich habe das immer eher mit... Ich habe das immer eher so mit Früchten gemacht. Und meine Familie mäht jetzt gerade Rasen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das schmecken wird. Weil ich habe jetzt nicht so Lust auf ein Fruchteis, sondern auf Schoki. Also wir brauchen hier einmal die gute Hafermilch. Und dann brauchen wir noch ein Backkakao in der Ecke. Ich mache das jetzt nach Gefühl. Ich schaue halt einfach nach Konsistenz, bis es mir gefällt. Und auch Kakaopulver nach Gefühl. Das wird jetzt hier eine sehr gefühlsvolle Sache. Mal schauen. So. Naja, Hauptsache ich sage euch jetzt erstmal, es wird nichts mit Früchten. Und mache jetzt doch welche rein. Aber die Banane war anscheinend noch nicht richtig durchgefroren. Ich habe die vor 3 Stunden circa rein. Und normalerweise ist die sonst auch rad. Ich weiß nicht, ob meine... Eltern irgendwie den Kühlschrank und den Gefrierschrank umgestellt haben, dass der nicht mehr so kalt kühlt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es quasi so eine Smoothie-Konsistenz. Ich wollte ja aber keine, sondern so eine Art, wie es jetzt so ein bisschen ist, eine Eiskonsistenz. Also habe ich dann jetzt noch gefrorene Früchte hinzugegeben, damit es halt zumindest den Anschein von einem Eis langsam hat. Aber ich finde, jetzt ist es okay. Jetzt bin ich halt nur mal gespannt, ob das überhaupt schmeckt. Ich mache jetzt mal den guten Geschmackstest. Das ist meine eigene Kreation. Die gibt es bestimmt noch nie hier auf YouTube, aber ich bin stolz drauf. Ohne Rezept. Schauen, ob es jetzt schmeckt. Also, schmeckt richtig lecker. Es schmeckt immer noch richtig nach Schoko. Und es kommt dieses, ja, Bärige noch zum Vorschein. Also es ist so... Wie heißt diese so Schwarzwälder Kirschtorte? So ein bisschen. Schmeckt es ein bisschen, wenn ich es jetzt erklären müsste. Und Schwarzwälder Kirschtorte finde ich das auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr lecker. Fehlen. Ich bin gerade mega stolz drauf. Kreation à la Sophia Lies, würde ich mal sagen, ne? Und wie findest du mein Eis? Sehr lecker. Ja, muss er jetzt auch sagen. Nein, aber ich finde es wirklich lecker. Ich habe gesagt, ich schmecke die Schwarzwälder Kirschtorte. So zusammen mit der Schokolade und diesen Beeren. Und noch ein bisschen Bananen drin. Ja, klar, die auch. Wir finden es gut. Daumen nach oben. Oh, jetzt beschäftigt mit Essen. Hello, Friends. Ich bin jetzt wieder zu Hause vom Sport und mache mir jetzt Abendessen. Und zwar einmal noch die Reste von den Wraps heute. Wir haben nämlich noch Salat über Tomate, Paprika und den ganzen Klumpasch von heute Mittag, den ich mir zubereite. Immer ganz praktisch, wenn man Mittagssalat macht, wenn man Mittagswraps macht, kann ich immer dann abends noch Salat dazu machen. Weil mir das aber natürlich zu wenig ist, mache ich mir noch im Backofen Kichererbsen, die ich ein bisschen einlege, in Paprikapulver
und mache die dann quasi, backe die dann kross im Backofen machen könnte. Ich habe schon mal diese Falafelkugeln geholt, auch aus Kichererbsen. Könnte ich eigentlich auch im Backofen machen, weil ich mir halt, wie gesagt, Salat dazu so Falafel Frikadellen machen. Die sind aus Kichererbsen und Petersilie. Und genau, sind also vegan. Und die kommen dann auch in den Salat und dazu dann noch die Kichererbsen. Das mache ich jetzt erstmal. Ich habe jetzt gerade schon den Salat geschnitten, habt ihr ja gesehen. Und hier sind noch die Reste von heute Mittag. Ich mache mir aber jetzt noch, wartet kurz, die halbgetrockneten Tomaten dazu, weil die einfach so geil schmecken. Ich bin im Moment richtig drauf gekommen auf diesen Trip. Noch ein bisschen Oliven und die Gurke, die muss eh mal weg, deswegen schneide ich die einfach noch dazu. In der Zwischenzeit hat mir auch schon mein Freund, danke, mir einen Proteinshake gemacht. Und zwar ist es der von Process in der Geschmacksrichtung Cookies. Das ist das Vegane. Genau, ist richtig, richtig lecker, kann ich euch nur empfehlen. Process ist da echt cool. Habe ich natürlich selbst bezahlt, ne? Also träumen kann man ja mal, aber ist richtig, richtig lecker, wirklich. Ein Daumen nach oben. Ist zwar schon teurer, aber es ist auch die 1-Kilo-Variante. Es hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. So, ich esse den jetzt übrigens oben, weil meine Familie die ganze Zeit jetzt schon unten Tatort schaut. Auf jeden Fall esse ich deswegen jetzt oben, weil wir jetzt auch schon kurz vor 9 haben, weil ich heute Sport hatte. Und genau, ich wollte jetzt gerade mal eine Taste-Test machen. Probier mal. Delish. Oh, ich habe hier noch einen Milchschaum für meinen Proteinshake. Appetitlich, Sophie. Ist sehr, sehr lecker. Also vor allem, weil die Kichererbsen so einen immensen Geschmack abgeben. Ich habe nämlich ordentlich gewürzt mit Chili und Paprikapulver. Habt ihr ja gesehen. Und deswegen hat mir eine Vinaigrette gelangt, also dass das Dressing jetzt nicht zu intensiv schmeckt, weil ja schon die Falafel intensiv schmeckt und die Kichererbsen. Okay. Das sind echt alles die Reste von heute Mittag bis auf die Kichererbsen, wobei man die hätte auch schon heute Mittag reinmachen können, die Wraps und die Falafel. Also richtig, richtig lecker. Kann es nur empfehlen. So, jetzt gibt es hier noch, es wird nicht scharf. Pip-Himbeeren-Reiswaffeln. Die sind mega, mega lecker, kann ich euch nur empfehlen. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon mit dem What I Eat in a Day. Achso. Ja, ich sitze übrigens gerade im Auto, weil ich vergessen habe, im Auto zu drehen, ist mir aufgefallen. Habe jetzt aber wieder dran gedacht. Wir haben das nämlich auch schon einen Tag später. Soll euch jetzt aber auch nicht interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Ich konnte euch inspirieren. Und genau, sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Und bevor ich es vergesse, ihr könnt mir natürlich auch sehr, sehr gerne auf meinem Instagram folgen. Da versuche ich jetzt auch wöchentlich zu posten. Ich blende euch hier ein und nochmal unten in der Infobox. Und da würde mich auch sehr freuen, falls ihr nicht genug von mir bekommen wollt. Nee, Spaß. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag alle Tschüss. Tschüss. Nein, im Chor. 3, 2, 1. Tschüss.